Das Heiraten bei den Sims wird jetzt noch pompöser, denn brandfrisch wurde das neue Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay-Pack angekündigt, dessen Trailer ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Das Warten hat ein Ende, denn endlich haben wir den vollen Trailer mitsamt ersten Informationen zum neuen Die Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack erhalten. Die Sims können mit dem am 17. Februar erscheinenden Pack zur neuen Welt Tartosa reisen, Traumhochzeiten feiern, nach Klamotten, Torten und viel mehr Ausschau halten und sogar neue Interaktionen wie Paartänze ausführen, dazu aber später mehr. Beginnen wir jetzt aber mit der eigentlichen Trailer-Analyse. Der Trailer beginnt mit dieser Szene, in der die Sims-Dame eine Torte zubereitet. Diese wird wohl eine neue Interaktion sein, vielleicht kann man ja auch auf diese Art und Weise seine eigene Torte für den großen Tag zubereiten. Laut der Spielebeschreibung ist das T-Set rechts daneben ebenfalls interaktiv. Werft jetzt einen kleinen Blick auf die an der Wand hängenden Bilder. Hier kann man unter anderem den Leuchtturm der neuen Welt sowie diesen wunderschönen Torbogen, aber auch diese spektakulären Wasserfälle erkennen. Die nächste Szene zeigt den Heiratsantrag der eben gesehenen Frau unter dem riesengroßen Baum. Danach steht die Hochzeit an, bei der laut Blog-Eintrag unter anderem die Festlichkeiten vor der Zeremonie, die Teilnehmer, die Deko, Dresscode, Torte und Veranstaltungsort frei angepasst werden können. In dieser Szene fragt die Sim-Dame wohl ihre Freundin, ob diese als Trauzeugen für die Hochzeit fungieren möchte. Hier lässt sich schon erkennen, dass die Trauzeugin wohl ebenfalls Gefühle für ihre Freundin entwickelt hat. Endlich erhalten wir einen genaueren Einblick in die neue Welt. Diese beinhaltet verschiedene Gebiete wie den Strand, den man hier bereits erkennen kann, eine Waldregion und auch Ballsäle oder eine Kirche, vermutlich ein neuer Grundstückstyp. Für die einzelnen Grundstücke wurde ebenfalls wieder mit Zimmern aus der Community zusammengearbeitet. Eine coole Aktion, wie ich finde. Die Welt bietet ebenfalls ähnlich wie mit dem Landhausleben richtige Schaufenster, mit denen interagiert werden kann. Die undurchsichtigen Fenster sehen allerdings so aus, als wäre dies kein richtiges Grundstück, sondern einfach nur ein Dekohaus mit interaktivem Schaufenster. Natürlich sind in diesem Pack verschiedenste neue Brautklamotten enthalten, hier ebenfalls nochmal ein paar kleinere Einblicke in die neuen Cars-Objekte. An der Bäckerei gegenüber können verschiedene Torten probiert werden, die wohl ebenfalls mit Tortenaufsatz und mehr Dekoration personalisiert werden können. Vor der eigentlichen Hochzeit kann man außerdem eine Verlobungsparty, einen Junggesellenabschied und ein Probeabendessen mit Trinksprüchen, Reden, Speisen, Getränken und Tänzen veranstalten. Lasst euch nicht von diesem scheiternden Antrag im Hintergrund ablenken, dieser ist nicht neu, sondern kann auch schon mit dem Basisspiel passieren. So wirklich gut scheint sich das baldige Pärchen allerdings nicht zu verstehen. In dieser Szene fallen für mich besonders die Wasserfälle und die malerischen Holzwege, aber ganz besonders der bunte Heißluftballon im Hintergrund auf. Ich hoffe so sehr, dass man mit diesem ebenfalls richtig interagieren kann, wir drücken mal die Daumen. Das Blatt wendet sich und die beiden Freundinnen merken, dass sie eigentlich mehr füreinander empfinden. Diese Szene kann besonders mit dem schicken Bogen im Hintergrund und den tollen bunten Glasfenstern überzeugen. Bei seiner Hochzeit kann man unter anderem Vorlieben, Abneigungen, Träume und No-Gos fest definieren. Auch Blumenkinder und Ringträger sind Teil des Packs, die wir in einer der späteren Szenen noch sehen werden. Diese Gartenhochzeit ist fast noch ein wenig malerischer. Der Hochzeitsbogen und die braun bewachsenen Bögen im Hintergrund sind ebenfalls ziemlich schick. Auffällig ist, dass an jedem Hochzeitsort dieser Blumenweg zu sehen ist. Die Sims laufen ja ebenfalls gemeinsam Hand in Hand diesen Weg entlang, weshalb man vermutlich diesen per Mausklick als Start für die Zeremonie verwendet. Übrigens, wie von Simguru Frost verraten wurde, gibt es ebenfalls eine neue Interaktion, mit der sich alle Sims ordnungsgemäß hinsetzen und sich die Zeremonie anschauen. Das ist also im Trailer nicht extra so gemacht, sondern jetzt auch im Spiel richtig möglich. Die Animationen des Blumenmädchens sind ebenfalls total knuffig, wie ich finde. Auch der Ringträger stolziert hier ganz selbstbewusst entlang. Nicht nur die heiratenden Sims können den Pfad entlanglaufen, sondern auch Traumzeuge und Hochzeitssim. Ob der Mann im Hintergrund eine Funktion hat und die Zeremonie leitet oder hier nur aus Dekorationsgründen herumsteht, lässt sich derzeit noch etwas schwer sagen. Natürlich sind alle total gerührt. Die Sims werden, wie man es von der Tradition auch kennt, mit Reis beworfen. In dieser Szene lassen sich gleich zwei recycelte Objekte erkennen. Die Tanzfläche gab es schon mal in Zeit für Freunde, den Brunnen konnte man so mit dem Luxus-Party-Accessoire-Pack schon nutzen. Besonders schön ist aber auf jeden Fall diese blumige Überdachung. Endlich, auch der Paartanz kommt zurück ins Spiel. Hier kann man vermutlich die Ansprache sehen, die von den Sims abgehalten werden kann.
Wie romantisch, die Sims teilen beide gemeinsam die Torte, ebenfalls eine neue Interaktion. Natürlich nur vollständig mit gegenseitigem Füttern. Für die Hochzeit können wir uns über neue Aktivitäten wie den Brautstrauß fangen freuen, eine Interaktion, die ich mir auf jeden Fall für dieses Pack gewünscht habe. Langsam neigt sich der Trailer dem Ende zu und so können wir uns in den letzten Szenen über die neuen gemeinsamen Paartänze freuen. Auch erwachsene Sims können mit Kindern zusammen tanzen. Hier lässt sich auf den Bildern die Hochzeitsreise erkennen, die auf Tatosa, aber auch an anderen Orten in die Sims 4 stattfinden kann. Die letzte Szene des Trailers sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch mit einem kleinen weiteren Feature verbunden. Das Ehegelübde kann ebenfalls irgendwann erneuert und mit einer kleineren Version der Hochzeit erneut bestätigt werden. Damit wären wir auch am Ende angekommen. Für alle, die gar nicht genug von weiteren Infos zu diesem Pack bekommen können, gibt es gute Neuigkeiten. Schon am 11. Februar um 19 Uhr veranstalten die Entwickler einen Livestream, in dem nochmal alle Infos zum Pack besprochen werden. Wenn ihr von mir auf dem Laufenden gehalten werden wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Das haben bisher nur ungefähr 30% meiner Zuschauer gemacht. Ansonsten lässt sich das Pack ebenfalls demnächst bei Instant Gaming vorbestellen. Wenn es hier mehr zu gibt, findet ihr den Link ebenfalls in der Beschreibung. Wie fandet ihr den Trailer des neuen Gameplay-Packs? Seid ihr auch so gespannt wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.